Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute haben wir die wöchentlichen und die monatlichen Weekend League Rewards am Start. Aber bevor wir damit starten, habe ich jetzt erstmal einen Entwurf gemacht von meinem möglichen Merchandise. Ich blende euch das Ganze jetzt einfach mal hier ein. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr das Design findet. Mir ist wichtig, dass man nicht direkt erkennt, dass es ein Merch ist, dass man damit rausgehen kann, dass man damit feiern gehen kann, damit man einfach das nicht nur zu Hause tragen kann, sondern wirklich überall. Das soll ein ganz normales T-Shirt sein. Und High Hopes steht hier eben drauf, ihr merkt es schon, so werde ich auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich auch immer meine Videos beenden. Ich will einfach so ein bisschen eine positive Message vermitteln, ich hoffe mal, das versteht man so halbwegs. Und ja, schreibt mir unbedingt die Meinung dazu in die Kommentare, das ist mir extrem wichtig. Würde mich extrem freuen, wenn da wirklich jeder seine Meinung da lässt. Und wir gehen jetzt ab in die Weekend League Rewards, wöchentlich und monatlich. Wöchentlich habe ich Gold 1 erreicht, wie wir jetzt hier gleich sehen werden. Okay, das sind erstmal die monatlichen, mit Gold 2, da bekommen wir auch genügend Packs und dann haben wir hier auf jeden Fall eine Gold 1 Belohnung und zwar aus der dieswöchigen Weekend League. Ich habe leider Elite nicht geschafft, das tut mir auch leid, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Es war einfach zu schwer, ich bin ehrlich. Und ja, nächste Weekend League spiele ich natürlich wieder. Ich werde am Samstag höchstwahrscheinlich 12 Stunden streamen. Das Ganze seht ihr hier auch auf dem Kanal, also werdet ihr natürlich direkt auch informiert. Und wir gehen hier ohne lange zu schnacken ins erste Pack. Come on, vielleicht Walkout. Nein, in diesen 100k Packs habe ich echt noch nie was Gutes gezogen, außer einmal Hazard und Hamsik in einem Pack. Das war einmal ein Pack und dann nie wieder. Echt, Jungs, in den 100k Packs, ne, da habe ich nie wirklich was Gutes gezogen. Hier ziehen wir Handanovic immer in einen 87er und ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, was ihr gezogen habt und welchen Rang ihr erreicht habt. Und ja, hier haben wir dann noch vier Foot Champions Belohnungsspieler am Start und ins zweite 100k Pack gehen wir rein mit dem Pack Yakut. Wir gehen drauf, 3, 2, 1 und go. Ich habe den jetzt richtig behindert auf und es bringt kein Luck, doch es bringt ein bisschen Luck. Immerhin ein Team of the Season und der hat keine schlechten Werte, der hat extrem starke Werte sogar. Das ist ein extrem starker Team of the Season, der aber leider nichts wert ist. Da ist sonst noch Sokratis drinnen, ja, damit kann man leben, würde ich sagen. Okay, 30k, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber Sokratis 85er, Bravo, Williams. Mit dem Pack kann man leben, da will ich mich jetzt auf jeden Fall auch nicht beschweren und dann gehen wir jetzt hier auch schon rein ins allerletzte Pack. Wow. Da gehen wir natürlich alle auf die Transferliste und wir kommen ja zum Pack, auf das ihr vielleicht alle gewartet haben und ich will euch auch gewartet habt, ja. Deutsch ist auf jeden Fall nicht meine Stärke. Wir gehen jetzt rein ins letzte Pack. 3, 2, 1, go. Und es ist ein Walkout. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe absolut nicht mit einem Walkout gerechnet jetzt. Oh mein Gott, was ist denn das? Oh mein Gott, es ist Higuain. Oh shit, die Baller, yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 88er, die Baller in Form. Holy shit, ich dachte jetzt irgendwie Higuain, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass mir EA die Baller gibt. Alter Verwalter, wie nice ist dieses Pack? 90 Shooting, 90 Tempo, 93 Dribbling und den wechsle ich 100% am Samstag im 12-Stunden-Stream bei der Weekend League rein. Oh mein Gott, was haben wir noch drinnen? Komm, oh, Coleman und Bravo und Gonalo. Das ist ein saustarkes Pack. Damit kann ich wirklich leben. Sehr, sehr geil. Man kann das natürlich hier alles nicht verkaufen, aber krass. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Zum Ende von FIFA 17 nochmal ein Dybala. Das nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Sehr, sehr geiles Pack. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 17 Video. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video und dann hoffentlich auch am Samstag beim 12-Stunden-Stream. Vergesst mir nicht, eure Meinung zum Merchandise in die Kommentare zu schreiben. Und vergesst nicht, Freunde, habt immer High Hopes und ciao.